Willkommen zum Teil 3 für den Bau eines Filament-Trocknungsgerätes. Nachdem wir das Display und den Rotary-Encoder mit Klick-Button montiert haben, montieren wir als nächstes den Temperatur- und Feuchtigkeitssensor. Dazu bohren wir ein 3 mm Loch für eine M3-Schraube. Die M3-Schraube stecken wir in das vorgebohrte Loch. Mit einem Imbusschlüssel und einer Spitzzange ziehen wir die Schraube fest. Nachdem ich die Mutter nun festgezogen habe, stecke ich eins der beiden kleinen Silikonschlauchstücke auf die M3-Schraube. Das soll den Sensor schützen vor Beschädigung. Auf die M3-Schraube stecken wir ein Stück Silikonschlauch, dann den Sensor und zum Schluss noch ein Stück Silikonschlauch. Mit einer Unterlegscheibe und einer Mutter ziehen wir das Ganze fest, aber vorsichtig, dass wir den Sensor nicht beschädigen. In der Zwischenzeit habe ich mir einen Testaufbau zusammengestellt. Mit einem Arduino Mega 2560 und einem RAMsBoard 1.4. Als Ausgabe benutze ich ein Display mit 20 Zeichen und 4 Zeilen. Den Sketch lade ich mir in die IDE vom Arduino. Ich kontrolliere die Adressen der beiden IC-Quadrat-Elemente, das Display und den Sensor. Wenn beide übereinstimmen, kann ich den Sketch auf den Arduino hochladen. Sollte die Adresse nicht stimmen, kann ich mit einem kleinen Sketch die Adressen herausfinden. Thank you.
Nachdem der Sketch auf den Arduino geladen wurde, sollte ein wenig später im Display was zu sehen sein. Wie man sehen kann, habe ich alles richtig angeschlossen. Das Display zeigt die beiden Werte an. Um den Sensor zu testen, schalte ich einen Heißluftföhn an und halte ihn auf den Sensor. Die Werte sollten sich jetzt ändern. Ich habe einen Abfrageintervall von 5 Sekunden eingestellt. Super, er zeigt die Änderungen an. Da ich in diesem Projekt mehr als ein IC-Quadratelement brauche, mache ich mir eine kleine Platine, wo ich die IC-Quadrat alle parallel anschließen kann. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen hoch freuen. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt sie mir einfach in die Kommentare. Ihr könnt mir aber auch eine E-Mail senden. Ich versuche sie so schnell wie möglich zu beantworten.